klaren Plugin zeigen, was in der Nacht hinzugefügt wurde. Und zwar ist dieses Clan-Plugin dazu da, um zu gucken, wer zu welcher Organisation gehört, welcher Clan Scamfrei ist, welcher halt nicht, Leute, man kennt. Normalerweise sind ja auf TS, haben die meistens die Hashtags dahinter und haben eine Mitgliederliste und so, aber so ist es einfach viel einfacher. Ist es im Moment noch in der Alpha-Testphase auf City mit 13, Leute. Wir machen uns jetzt mal ganz kurz einen Clan, oder habe ich noch einen? Ja, wir deleten den mal ganz kurz, also Clan Delete, Leute, um einen Clan zu löschen. So, und dann erstellen wir jetzt mal einen. Macht einfach dazu, macht das slash Clan Create. Und dann müsst ihr jetzt einen Namen nehmen, Leute. Aber der Name muss eine bestimmte Länge jetzt haben. Ich nehme jetzt einfach mal Pringet, weil ich den Namen gut finde. So, Leute. Und jetzt beim Tag. Der Tag ist das, was im Chat angezeigt wird, zu welchem Clan ihr gehört. Der Tag muss mindestens 3 Buchstaben haben und kann maximal 5 Buchstaben haben. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das und nehmen wir noch das. So. Keine Sonderzeichen, ja, dann nehmen wir halt. Nehmen wir mal das, Leute. So, jetzt gehöre ich zu dem Clan irgendwas mit einer Abkürzung. Und jetzt seht ihr. Ah ja. Natürlich wird im Chat jetzt alles groß angezeigt. Ich hoffe, das beheben sie noch, dass wenn man auch was klein schreibt, dass es auch klein angezeigt wird. Aber man sieht jetzt, wer zu welcher Fraktion gehört. Und mit slash Clan könnt ihr alle Befehle nachschauen, die lassen. Leute, es ist im Moment noch in der Testphase. Beim alten Clan-Plugin war es ja so, dass man damit duben konnte. Hier gibt es jetzt, diese Clan-Bank gibt es jetzt nicht mehr, womit man duben kann. Und deswegen ist dieses Clan-Plugin, wird es, denke ich mal, auch für alle City-Builds rauskommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal darauf, wenn das für alle City-Builds rauskommt. Weil dann werde ich nämlich auf jeden Fall auch einen Clan gründen. Und dann können wir da alle einladen, Leute. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Info-Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.